The applause, applause, applause. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them toss. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them toss. Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben. Reynolds Monday. So. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass unser Chef bzw. unser Vermieter vor der Tür steht. Wir müssen unbedingt zur Arbeit. Können wir hier vielleicht mal ein bisschen... Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Okay, können wir nochmal raus? Gucken wir aber nochmal irgendwas sagt. Und? Nur Rülps, ja. Ich denke, sie oh, waren... Hey. Okay. Ihr Lieblingsmieter Mortimer lässt Folgendes ausrichten. Ja, ich denke, das waren seine Worte. Junge, wenn dir dein jämmerliches Leben was wert ist, dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden und besorg mein Geld. Okay, wieder rein. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Badezimmer, Randalls Zimmer? Ich denke nicht. Hier können wir irgendwas... Wie war das mit Inventar hier? Da. Können wir vielleicht irgendwas verwenden? So, nein. Möchte mit Fernseher vielleicht? Nee. Okay, mit Mortimers Zimmer? Okay. Blablabla. Dieser Ring. Irgendwas ist komisch an dem. Können wir den verwenden mit Mortimer? Es gibt keinen Grund, das zu machen. Okay, dann würde ich sagen, guck mal aus dem Fenster. Von hier kann man dich... Können wir raus? Ich könnte durchs Fenster abhauen, aber das da führt nicht zu Feuerleiter. Okay, das heißt, wir müssen durch sein Zimmer. Und hier haben wir natürlich auch nichts, ne? Können wir das mitnehmen? Nee, brauche ich gerade. Okay, dann hauen wir mal ab. Catch this. Die Feuerleiter, hm? Ja, gute Idee. Ich mag diesen metallischen Klang. Da fühle ich mich sicher. Von der Katze? Was zur Hölle war das? Kam das von der Feuerleiter? Vielleicht so... War da eine Katze? Oh, aber so furchteinflößend wie Marconis haarige Ader ist es noch lange nicht, würde ich wetten. Jag. Oder vielleicht doch. Also dem Klang nach ist ein scheiß Monster in der Gasse. Diese Bananen überall. Wow, wow, jetzt mal im Ernst. Ich bin relativ zu jung, um zu sterben. Okay, ich sterbe also hier. Aber wenigstens werde ich dem Tod in die Augen sehen und sagen, ich fürchte dich nicht. Okay, wir könnten entweder wieder zurück, können wir... Haben wir da irgendwas drin? Entenbühl, können wir das irgendwie... Wow, oh. Sieh dir das an. Ist sogar immer noch etwas Draht übrig. Okay, können wir das vielleicht irgendwie... nach unten verwenden? Nee. Können es gar nicht verwenden, können bloß wieder rein. Was ist das für ein Mist? Warum sollte ich... Puh. Ich bin jetzt schon überfordert. Ich jetzt noch mal raus, mal gucken. Hier irgendwas. Können wir mit... Ach, hier geht's nach unten, guck. Das habe ich gar nicht gesehen. Mit Leertaste können wir nämlich Informationen in uns einholen. Oh, all das wegen einer dämlichen, dreckigen Katze. Naja, schon irgendwie peinlich. Immerhin hat's keiner gesehen, außer der Katze. Und natürlich Mrs. Grozer. Kann man sie anklicken? Mrs. Grozer findet mein Abenteuer richtig aufregend. Sie blinzelt nicht mal. Sie tot? Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Ich wollte es gerade sagen. Mann, das klingt genau wie Matt beim Reihern. Frag mich, ob die auch anderthalb Kästen Bier getrunken hat. Ja. Kann man sie an... Die ist böse. Können wir sie runterschubsen mit der Teleskop-Entenangel-Dingsen? Ich will keinen Streit anfangen. Dieses Tier sieht gefährlich aus. Okay, was haben wir hier? Ich muss die Leiter losmachen, aber ich komme nicht an diesen scheiß Haken ran.
Okay, was haben wir denn hier das noch? Das ist Mrs. Grosers Topfpflanze. Ganz hübsch. Können wir sie einpacken? Ein scheiß Blumentopf? Den soll ich jetzt auch noch mitnehmen? Warum denn? Okay. Kann ich damit vielleicht hier haken? Perfekt. Ich bin die stinkende Katze losgeworden und die Luft ist rein. Es geht bergauf. Du bist verflucht. Du bist verflucht. Was bitte bin ich? Verflucht. Verflucht? Das habe ich mir also nicht eingebildet. Du bist verflucht. Oh Mann. Hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Es war die schlimmste meines Lebens. Es war die schlimmste meines Lebens. Bis auf das eine Mal, als ich 3 Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. Du bist verflucht. Jetzt reicht's. Niemand verflucht Randall. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Können wir ja nicht irgendwie so einen alten Schlüpper oder sowas hier? Das ist einfach nur dumm. Sollen wir was hinschmieren oder ich so? Ich traue mich nicht. Okay. Tschüss, Mrs. Grosser. Grüßen Sie Mr. Grosser von mir. Ich habe Angst, dass es nur ein Bild war. Halleluja. Du bist verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh, das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Puh, der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht. Langsam, langsam. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment, ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir einen Stein ins Gesicht geworfen habe oder sowas. Okay, nach den Klamotten zu urteilen. Penner, genau. Was haben wir hier aber noch? Hier haben wir den Blumentopf. Ich könnte mir die Augen ausheulen, wenn ich Veganer wäre. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Der bleibt hier. Ich will den Hund haben. Hallo, hey, Chihuahua. Ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Hierher. Wir mitnehmen. Beifuß, komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Können wir ihn einpacken? Ich will ihn eintüten. Können wir ihn vielleicht mit einem... Das behalte ich lieber. Ach man, komm schon. Mülleimer. Wir können ja alles benutzen und alles miteinander auch kombinieren. Mir gefällt das Containern auch nicht, aber wer könnte zu einer alten Tube Klebstoff schon Nein sagen? Ich trage also, nicht gerne Mülleimer mit mir rum. Aber da ist Klebstoff drin. Okay, haben wir sonst noch was? Mal wieder Bananenschalen. Sonst hier irgendwas noch? Ah, tatsächlich. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Ja, tu es. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Ich dachte, du kannst sie mitnehmen. Ist ja gut. Ein stinkiger Müllcontainer. Da fasse ich bestimmt. Ich glaube, da finde ich nichts Nützliches drin. Fass rein. Ist okay. Penner, haben wir da Penner. Penner. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Na, ich hoff's doch. Du bist also ein Penner, hm? Und du bist? Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse, die Katze ist da lang. Hä? Fluchbringer sind gezählt. Oh Mann. Ja, Mama ist armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu, dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Hör du mal zu, Penner. Ich hab da 2 Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Aber... was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht?
Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter Junge. Nein, das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenn Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du? Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha! Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Aha. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen. Ich bin kein Idiot. Reden wir jetzt extra wissen, weil dann wäre tatsächlich interessiert. Tut mir leid, dass ich keine Hilfe von dem inneren alten Peter. Ich hab... Reden wir hier von Exorzismus? Weil... Dann wäre ich tatsächlich interessiert. Nicht diese Art von Fluch. Egal, wie ich schon sagte, ich bin Geschäftsmann. Wenn du mehr wissen willst, ruf einfach in meinem Büro an. Hier ist meine Karte. Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und es steht keine Nummer drauf. Willst du mich verarschen? Der Penner sagt, das ist seine Visitenkarte. Können wir sie mit ihm... Das war ein Geschenk. Es wäre unhöflich, es einfach zurückzugeben. Kann ich es mit dem... Nur mal so zum Testen, ne? Das behalte ich lieber. Okay. Gut, meine Lieben. Ich mache hier aber ein Schnitt. Dingensen. Denn die Folgen werden alle bloß immer so um die 10 Minuten lang, damit es nicht zu viel Input ist, weil wir doch relativ viel lesen müssen, dass es nicht zu langweilig wird. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wollt ihr, dass ich die Folgen länger mache oder ob es so okay ist. Dafür sollten dann aber auch wirklich jeden Tag eine Folge rauskommen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Bis dann. Ciao.